Nach der erfolgreichen Reinigung und Desinfektion erhalten Sie eine Benachrichtigung in MelaTrace Pro. Bitte klicken Sie auf Ja, um mit der Chargenfreigabe des RDG zu starten. Anschließend wird Ihnen das Programmprotokoll angezeigt. Die relevanten Prozessparameter können Sie mit der Scroll-Leiste kontrollieren und Ihre Anmerkungen im Textfeld hinterlegen. Geben Sie anschließend bitte entweder alle oder einzelne Beladungselemente frei oder die gesamte Charge nicht frei. In diesem Video stellen wir Ihnen exemplarisch den Ablauf der Chargenfreigabe vor, in dem einzelne Beladungselemente nicht freigegeben werden. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Weiter. Um einzelne Beladungselemente nicht freizugeben, wählen Sie diese aus und weisen ihnen eine Begründung zu. Mit dem Textfeld am unteren Bildschirmrand können Sie auch weitere Begründungen eingeben. Und mit dem Plus-Symbol zuweisen. Mit Weiter erhalten Sie eine Auflistung aller erfolgreich gereinigten und desinfizierten Beladungselemente. Beladungselemente, die unter dem Reiter Beladungsverwaltung für die Sterilisation vorgesehen wurden, sind bereits für die anschließende Beladung des Autoklaven vorausgewählt. Falls Sie weitere Instrumente sterilisieren möchten, markieren Sie diese bitte ebenfalls mit einem X. Klicken Sie auf Weiter, um das Reinigungs- und Desinfektionsprotokoll aufzurufen. Neben den Informationen zur Beladung und Freigabe sind hier auch die Text- und Grafikprotokolle angehangen. Mit Fertig schließen Sie die Chargenfreigabe ab und können mit der Beladung Ihres Autoklaven fortfahren.